Licht, rette meine Seele. Uta. Wo bin ich? Willkommen in der Bastion. Eures war ein wahrhaft selbstloses Leben. Daher wurdet ihr auserwählt. Auserwählt? Eure sterbliche Last abzustreifen und euch den Rängen der Aufgestiegenen anzuschließen, die Seelen der Toten in die Schattenlande tragen. Ich diene dem Licht. Und mein Dienst ist nicht beendet. Es gibt noch ein Übel, das... Hier gibt es kein Übel. Die Dunkelheit wurde im Schlund eingeschlossen vor langer Zeit. Ihr irrt euch. Er hat meine Heimat verwüstet. Mein Volk und meinen König ermordet. Er muss bestraft werden. Ihr seid jetzt ein Aspirant. Ihr müsst eure neue Bestimmung annehmen und dieses Trachten nach Rache aufgeben. Wonach ich trachte, ist Gerechtigkeit. Devos, warum trainiert ihr diese Seele? Als Paragon ist das unter eurer Würde. Er kann sich nicht lösen. Er verlangt Vergeltung für seinen Tod. Und das beschäftigt euch? Viele Seelen brauchen Äonen, um aufzusteigen. Ja, aber diese hier scheint gebrochen, Tenios. Anders als jede andere Seele. Ich beginne mich zu fragen, ob sein Aufenthalt in der Bastion ein Fehler ist. Vorsicht, Devos. Lasst nicht die Archon solche Gedanken hören. Mit der Zeit wird er vergessen. Vertraut unseren Methoden. Vertraut dem Pfad. Devos, wie lang müssen wir trainieren? Bis ihr bereit für den Aufstieg seid. Und was hält mich vom Aufstieg ab? Nichts, bis auf die Erinnerung an euer Leben. Wie soll ich vergessen, wenn ich noch immer seine Klinge spüre? Eure Seele ist verwundet? Wer hat euch das angetan? Mein Schüler. Er hat uns alle verraten. Zeigt es mir. Auf der Klinge waren unverkennbar. Dieses dunkle Wesen ist auf freiem Fuß auf einer Welt der Sterblichen und hält die Macht des Schlunds in der Hand. Unser Reich ist in Gefahr. Ausgeschlossen! Dem Schlund entkommt nichts. Ihr müsst auf den Pfad zurückkehren. Hätte er seine Erinnerungen geläutert, hätten wir nie von diesem Unheil erfahren. Der Pfad ist nicht die Antwort. Genug! Die Ordnung in den Schattenlanden hängt davon ab, dass wir unsere ewige Aufgabe erfüllen. Ihr werdet von diesen Gedanken ablassen. Wie ihr befehlt, Archon. Uta! Der Moment eures Aufstiegs ist gekommen. Ich dachte, ich bin nicht bereit. Wollt ihr ihn bestraft sehen? Ja. Dann macht euch bereit. Sobald er fällt, ergreifen wir ihn.
Ich sehe nur Finsternis vor mir. Werft ihn in den Schlund. Gebt ihn der Dunkelheit, der er dient. Seine ewige Folter erwartet ihn. Er war mein Schüler. Bedenkt, was er getan hat und übt Rache. Nicht Rache, Gerechtigkeit.